Ja, ein herzliches Hallo wieder an alle Technik- und Teichfreunde. Letztens habe ich ja von meinem Umbau der Ozonreaktionsstrecke informiert und den Umbau auch etwas gezeigt. Und da habe ich ja hier am Beginn meiner Ozonstrecke dieses Plexiglas-Sichtfenster eingebaut, weil ich eigentlich feststellen wollte, wie das Ozon in das Wasser eingemischt wird. Leider hat sich herausgestellt, dass hier am Beginn der Ozonstrecke bei diesem Plexiglas-Rohrstück lediglich eine große Ozonblase im Behältnis ist. Ja, und da habe ich dann schon den Vorschlag gemacht, dass wir das Rohrstück umdrehen, um vielleicht am Ende von dieser Rohrleitung hier in diesem Bereich dann sehen zu können, wie sich das Ganze hier verhält. Ja, und das möchte ich jetzt in der Folge machen, werde das Rohrstück jetzt drehen und dann werde ich wieder kurz zeigen, was sich da geändert hat. Ja, ich habe jetzt dieses Rohrstück umgedreht und nach einiger Zeit Laufzeit hat sich bei mir auch hier am Ende dieses Teilstückes der Ozonlinie im Prinzip nichts anderes eingestellt als vorhin. Auch hier haben wir wieder das Rohr nach wie vor gefüllt mit Wasser, mit dieser Ozonblase. Ja, und das Wasser schießt hier schwungvoll vorbei. Ich hätte gehofft, dass wir letztendlich genau hier in diesem Bereich die Einmischung sehen werden, aber dem war nicht so. Wobei ich am Überlegen bin, ob ich da jetzt nicht kurz etwas an der Luftmenge drehe, um euch einmal zu zeigen, was ich konkret meine. Ja, um kurz zu zeigen, was da irgendwo im Normalbetrieb in der Reaktionsstrecke vor sich geht, habe ich jetzt diesen Effekt hier mal künstlich herbeigeführt, indem ich einfach einen Großteil der Ozonluftblase aus der Rohrleitung entfernt habe. Und da kann man jetzt relativ schön erkennen, wie eigentlich hier die Luftblasen in diesen Wasserstrom eingemischt werden. Diese Luftblase, sie füllt sich jetzt langsam in dieser Rohrleitung hier wieder. Die wächst sozusagen mit jedem Liter Luft, den wir einspeisen. Ja, und irgendwo ist der Punkt, wo das Rohr dann vollständig mit Wasser gefüllt ist und durch die Strömung dann die einzelnen Luftblasen mit dem Wasser mitgerissen werden. Ja, und ich denke, dass dieses Prinzip sehr ähnlich mit dem von einem Ozonreaktor ist. Und das ist mir ja beim Umbau schon aufgefallen, dass ich den Eindruck habe, dass viel mehr kleine Bläschen mitgerissen werden. Und wenn das Ganze so funktioniert, wie man das jetzt hier im Schauglas erkennen kann, dann muss ich ehrlich sagen, bin ich mit dieser Art der Einmischung eigentlich sehr zufrieden. Denn hier wird wirklich das Ozon-Luft-Gemisch ordentlich ins Wasser eingeschlagen. Leider ist es im Normalfall bei mir irgendwo in der Reaktionsstrecke und ich habe da keinen Einfluss darauf, genau zu sagen, wo dieser Punkt ist. Vorhin habe ich einmal versucht, hier mit der Taschenlampe hineinzuleuchten, ob man da was erkennen kann. Und meiner Meinung nach findet diese Einmischung irgendwo in diesem Bereich hier im Winkelstück vor dem Boden statt. Ja, das war jetzt einmal wieder ein kurzes Video zu meinem Umbau meiner Einmischstrecke. Ich hoffe, es war für den einen oder anderen etwas Interessantes dabei. Ich werde nach wie vor diesen Aufbau jetzt so belassen, dass das Ozon bei mir vor der eigentlichen Teichpumpe eingespeist wird. Das heißt, das Ozon wird von der Teichpumpe angesaugt, im Pumpenlaufrad zerschlagen, wird dann hier durch diese Rohrstrecke ins Wasser eingemischt. Ja, und irgendwo ist dann der Bereich, wo das Ozon-Luftgemisch ordentlich ins Wasser eingeschlagen wird. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute. Ich hoffe, dass bei euch am Teich alles so funktioniert, wie ihr das möchtet, dass ihr auch keine gesundheitlichen Probleme habt. Und ich melde mich sicher bald wieder. Mit freundlichen Grüßen, euer Roland Ho.